Ja, Leute, hier ist die Rudolf Camp Take One. Ich bin hier vor 2 Stunden gerade angekommen. Zu Balor in den Plattenbau. Und jetzt schlafen wir beide schon. Er ist irgendwo oben in so einem coolen Raum. Ich bin im Keller in der Waschküche. Da brauchst du es die ganze Zeit. Und da hinten blubbert irgendwas Blaues. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ich weiß auch nicht, was das ist. Und hier, das ist voller Fliesen alles und voller Dreck, voller Staub. Ich habe eine Stauballergie, das ist relativ scheiße. Es tropft schon wieder. Das ist ein Scheiß, du. Es ist auch eiskalt hier drin. Mit dieser billigen SpongeBob-Decke hier, die er wahrscheinlich mal geklaut hat. Vor 50 Jahren. Und das ist so eine Matratze, die ist auch nicht gerade weich. Hilf mir hier raus. Ich will das nicht länger. Nein. Bitte nicht. Nein. Steh auf, du Kachper. Oh. Rudolf, Mann, schon morgen. Bei mir beginnt der Tag um 7 Uhr. Was? Raus aus den Federn. Um 7 Uhr? Du hast jetzt geschlafen 3 Stunden, das reicht. Du bist jetzt von Brüssel hier angefahren, oder von Frankfurt oder von Mainz, aber fahr jetzt hoch. Oh. Auf geht's, raus von den Federn. Ich hab überhaupt nicht gut geschlafen, ey. Ja, ich schlafe auch nicht gut immer. Da siehst du mal, wie der Alltag bei mir abläuft. Oh. Ja? Scheiß kalt. Ja gut, passiert. Passiert. Kannst du ein Taschentuch von mir haben? Es hat ja eigentlich wieder getropft, was ist das? Alter, Nachbar hat heute Nacht angerufen, ich fand's auch ein bisschen komisch, aber der hat gesagt, seine Toilette ist ein bisschen kaputt. Ja, mach dir mal keine Sorgen. Ich habe mir schon Sorgen um dich gemacht, aber komm, steh auf. So beginnt der Tag bei mir. Muss ich noch umziehen? Siehst du mal, die Leute wollen was sehen. Komm raus. Beeil dich aber. Na dann. Rudolf, ich hab doch noch einen gefunden. Bitte. Danke. Hast du nichts? Nein. Butter? Nein. Nein, auch nicht. Fragen an meinen Vater. Kommst du morgen mit zum Real? Nicht einkaufen. Mhm. Wo hast du die ganzen schönen Sachen hier? Vorbesitzer. Du hast abgeklopst. Naja, ich habe mir mal einen Plan für die ganze Woche aufgedacht. Ah, Jura-Student, typisch. Ich kenne zwar keinen, ich kenne nur dich. Ich habe mir ein Smartphone geklaut. Hörst du noch darauf? Mit was? Smartphone. Also, ja. Heute ist der erste Tag, heute ist Montag. Heute ist so Montag. Ich würde sagen, Montag nutzen wir erstmal, um uns kennenzulernen. Das heißt, wir können Hallo. Mal... ich bin Baller. Rudolf, danke. Wir nutzen den Tag, um uns kennenzulernen. Das heißt, ich schau mir mal an, was du hier so alles hast. Du hast ja schon hübsche Möbel. Ja. Und du hast vielleicht auch was, wo wir zocken können oder so. Bestimmt. Ja, können wir mal zusammen zocken. Ich habe einen Xbox oder eine Playstation. Ja, Playstation. Dann natürlich noch am Dienstag. Am Dienstag habe ich mir auch gedacht, dass wir mal in den Wald gehen, weil wie ich Leute wie dich kenne, ist es ungewöhnlich, dass ihr mal die Natur kennenlernt. Ich war früher Pfadfinder. Ich gehe nicht raus. Da kannst du gleich drauf verzichten. Ich gehe nicht raus. Du kannst es bei der Regeländerung sagen. Aber noch gehe ich nicht raus. Ja, okay. Dienstag überlege ich mir noch was. Mittwoch, am dritten Tag. Sag mal, wie gut bist du organisiert? Ey, ich mache ein Foto für Instagram. Habe ich mir gestern selbst erstellt für dich. Danke. Nein, nicht Zoom. Ey, dieser Smartphone ist gar nicht smart. Also, Mittwoch machen wir... Dummkopf. Mittwoch machen wir ein Style. Das heißt, wir schauen mal, das wie du dich so anziehst und wie ich mich so anziehe. Dann tauschen wir mal, dann schauen wir, wie die aussehen. Das ist ziemlich lustig werden. Schlag mich nicht. Du bist hier Gast. Ja, tut mir leid. Ich mach noch einen. Am Donnerstag machen wir Trainingstag. Da gehen wir boxen und machen ein bisschen Fitness. Ja, kennst du bestimmt. Hast du Boxsack hier? Ja, ich hab Boxsack, ich hab Boxhandschuhen. Ich mach alles selbst. Hab ich auch gesagt, boah, da guckst du grimmig. Typisch Jura-Student, Mann. Ja. Eieiei. Ja. Böser war der. Am Freitag
Was willst du denn am Freitag machen? Also ich würde am Freitag dich umstellen und ein bisschen mit dir sowas machen. Weil ich finde, du bist einfach zu gerast. Wenn, dann wird schon was vielleicht bringen, wenn man hier das so aufreißt oder das so aufreißt. Ja, du bist einfach so verklemmt. Mhm. Dann machen wir das. So, am Samstag gehen wir einkaufen, weil... Ist das okay für dich? Ja. Und? Am Samstag gehen wir einkaufen, weil ich will das nicht mehr länger essen. Du frisst es jetzt auf, weil ich hab's für dich extra eingekauft und du isst es jetzt. Spaß. Ich habe mir eine App runtergeladen. Es nennt sich E-Button. Instant Buttons. Meinst du? Hab ich doch gesagt. Du hast voll die Deckelstimmung. Warum ist es da mal unten? Ja, weil, weißt du, kennst du meine Beschäftigung? Kennst du meine? Wo ich auch den her hab oder wo ich mein Fernseher her hab und so. Mhm. Ja, und ich meine, das macht sich nicht von selbst. Und manchmal braucht man da. Da kommen hier die Polizei und die wollen mir dann hier alles wieder wegnehmen, weil ich mache das öfter mal und das ist halt scheiße. Und manche, die haben mich schon mal mit Scheibe eingeschossen. Und weißt, ich will nicht, dass es nochmal passiert, weil das ist scheiße. Mhm. Ey, das App ist geil. I got balls of steel. Was heißt? Ich habe Eier aus Stahl. Geil. Gut. Ja. Der Sonntag ist ja der Abschiedstag. Da müssen wir noch was machen. Kannst du mir mal zuhören? Ey, der App ist geil. Fuck, Akku leer. Naja, okay, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Ey, warte mal. Ich hab nicht so lange geschlafen. Du hast doch gesagt, 3 Stunden reichen. Ja, für dich. Lass mal zocken gehen. Auf geht's. Okay, was willst du zocken? Was hast du denn? PlayStation, Xbox, was du dir alles vorstellen kannst. Was willst du denn machen? Kein Plan, ich will ein bisschen Modern Warfare spielen. Mhm. Was ist das? Xbox. Ballerspiel. Okay. Also, da geht es darum, dass du abballern musst. Gott. Und den Hardshot ein bisschen gibst. Du Scheiße. So, dann ducken wir uns und dann am besten holst du dir eine bessere Waffe. Obwohl die hier schon relativ gut. Dann gucke ich mal hier, was für ein Scope ich nehme. Junge, pass mal auf, dass dir nichts passiert. Na, ich bin gut. Na, nein, guck. Und das Heavy, Junge. Ich muss jetzt den links holen. Das doch bald spielen. Da muss ich raus wieder. Raus auf die Freistraße. Sind voll viele. Ja. Das juckt dir keinen. So, jetzt kriegen die auf den Eier. Keine Munition. Fuck, das ist ein Granat. Steh auf. Zum AMXL muss ich... Ei! Starb. Nein, was? Was die Granat? Warte noch. Gib mir auch mal. Nein, warte noch kurz. Ach, Junge. Oh, du hast mir auf die Hauptjagade geschlagen. Am besten hätte ich den auch kaputt gemacht. Verreckt ihr, Schweinesacke. Ball. Mach den kaputt. Jetzt kriegt er. Ey, der sagt nicht Stück. Das ist leise. Das ist zu leise. Aber der Nachbar befreit sich dann noch wieder. Nimm mal jetzt dein Brot wieder. Ist ja total trocken. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen! Da haben wir es gezockt. So. Was war der nächste Punkt auf deiner Liste? Und heute habe ich eigentlich nur Zocken angetragen, damit wir uns mal kennenlernen. Ehrlich? Okay.
Okay. Wir haben ja mittlerweile schon wieder 17 Uhr. Wir haben jetzt 2, 3, 4 Stunden gezockt. So läuft es bei mir zumindest beim Alltag ab. Das finde ich schon blöd, dass du mich jetzt gar nicht reingelassen hast. Ja, kannst immer zocken. Wenn ja? Ich dabei bin, aber nur. Nein, jetzt nicht. Jetzt nicht, Mann. Ich mach Kickboxen. Komm, jetzt steh auf. Steh auf jetzt. Okay? Mhm. Haben wir uns da verstanden? Ja. Gut. Komm, bitte. Gute Nacht. Du gehst jetzt schlafen, dann kannst du morgen ausschlafen. Nicht, weil dann hast du Schlaf und dann... Gut. Ja Leute, wir hoffen, es hat euch gefallen. Dieses Video kurz, es ist ja das... Und da läuft schon gleich mein Computer hoch. Dein Computer läuft hoch? Ja, ich bin Baller. Lass mich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren, liken natürlich, wäre auch cool. Ihr könnt auf die Internetseite gehen, die jetzt nicht mehr so bekannt ist. Berühmt, schön, halt ein bisschen ja, schön ist immer noch. Dumm. Dann könnt ihr auf seinen Kanal noch gehen, das The Amazing Bulu. Ja. Falls ihr es noch nicht wisst. Jo. Und hier geht's zum letzten Video. Das war die Vorstellung, falls ihr jetzt noch nicht ganz verstanden habt, wer jetzt der Barlow ist und wer der Rudolf Merkenbauer ist. Klickt da mal drauf, dann schaut euch die Charaktere mal an und dann seid ihr auch ein bisschen aufgeklärter. Und Banana Time abonnieren, was machst du da? Abonniert Banana Time. Das und fällt mir alle Hulu. Cool. Ja. Und ja, liken, favorisieren. Dann haben wir noch eine Playlist für diesen Studententausch. Und wenn wir dann mehr Videos haben. Falls wir irgendwann mal Videos bekommen sollten. Das neue Video tun wir dann in die Description, in die Beschreibung. In die Beschreibung unten rein. Ja. Da könnt ihr dann draufklicken. Auf jeden. Und ja, das ist dann ganz cool. Wir werden ganz berühmt. Yo. Balor. Und Rudolf. Na, Rudolf. 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 Und bis zum nächsten Video. Tschüss.